Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast Nummer 83. Es gibt nochmal ein ZVP aus dem Duli von 2001, etwa das Replay nach wie vor. Und wir haben hier in grün den Protoss auch schon vom letzten Spiel, es ist Gr. Guillaume Patry, der kanadische Protoss, Sieger der ersten OSL, des ersten OSL-Titels. Und sein Gegner dieses Mal ist ein Gegner, gegen den er schon öfters angetreten ist in der Zeit damals. Das hier ist Seasons Bian. Und Bian eben auch einer der ganz, ganz alten Schule, inzwischen nicht mehr aktiv, ist er schon lange nicht mehr aktiv. Er galt zu seiner Zeit als der stärkste Zerg, also zu den Jahren 1999 bis 2002, 2003. Und als der Erfinder des Zerg-Spielstils, den man bis heute noch kennt, wo der Zerg einfach sehr, sehr viel auf Economy verzichtet, sondern einfach darauf konzentriert, hier möglichst viel mit Einheiten zu traden, möglichst früh mit Einheiten zu agieren, heißt frühe Linie, frühe Hydras, all solche BOs. Ihm wird nachgesagt, dass er der Erfinder des Five Pools und auch des 3-Hedge-ZVP-Openers ist. Allerdings, da gibt es keine genauen belegten Informationen dazu. Und wir haben jetzt hier gerade die Drone, die versucht zu expandieren, aber nein, da ist eine Probe in der Nähe und die Expansion kommt stattdessen hier in der Mainbase. Und das ist eine 9er Hedge hier. Eine sehr, sehr frühe Hedge. Wie gesagt, Björn ist dafür bekannt, einen Spielstil zu verwenden, der einfach sehr früh auf Units geht, der die Economy ziemlich vernachlässigt eines Zergs. Und das wird hier auch der Fall sein. Nach dieser Hedge wird hier der Pool kommen. Und danach gibt es dann erstmal sehr, sehr viele Dinge auf zwei Hedges. Und Grimm muss sich darauf vorbereiten. Ja, zu Björn. Björn St. Chal ist sein eigentlicher Name. Er ist Jahrgang 1980. Der ist inzwischen 37 Jahre alt. Also da ist sogar noch ein Stückchen älter als Gr eigentlich ist. Und der hatten der OSL, der Gr damals gewonnen hat, in der 2000 Hansaro OSL, hat er den vierten Platz belegt. Und war auch sonst in den anderen weiteren OSLs immer noch ziemlich stark mit dabei, die zu dieser Zeit stattfanden. Ja, das Spiel ist eben ein bisschen danach. Und die beiden haben mal wieder ein Aufeinandertreffen. Davon gab es relativ viele. Die beiden haben sich natürlich recht häufig gespielt. Eben gerade auch, weil sie als starke Ladder-Spieler unterwegs waren. Und somit mal sehen, was die beiden hier so treiben werden. Denn Gr beginnt hier mit seinem Standard-Opener Doppel-Gateway und Doppel-Gateway-Salads. Und das wird jetzt hier eine sehr interessante Kombination, denn beide Spieler gehen jetzt hier auf frühe Units. Auch Gr hat hier nicht die stärkste Economy, aber ein bisschen mehr, da ist dann noch hier aktuell Björn am Start hat. Und der eben sofort mit seinen zwei Hedges kommen. Vier Paare an Linge mit dazu, das sieht die Probe natürlich und die kann dann auch nicht allzu viel länger hier bleiben. Aber eben Salads sind unterwegs und der erste Salad hier marschiert auch gleich in die Mainbase. Und somit kommt es darauf an, wer hier die frühen Fights nimmt. Und natürlich, Linge wollen am liebsten Salads surrounden. Das gibt den Linge den schönsten Fight, den sie nehmen können. Salads hingegen stellen sich am liebsten in der Engstelle, wo wenig Linge rankommen. Und das ist jetzt hier alles eine Frage der Kampfposition. Linge ist nicht hier am Vorwärtspreschen. Wir schützen hier auch die Drone, die eine weitere Hedge nehmen will, dass wir dann auf einer dritten Hedge sind. Und eben auf der anderen Seite gibt es die Salads gesammelt mit einer Probe. Und auch hier, man muss sagen, die Vault ist nicht mega geil für Gr, aber er erwartet, dass er das hier mit den Salads so halten kann, indem er einfach sein Building Placement hier hat. Und natürlich, wenn er ein paar Salads an der Rampe hat, kann er das auch easy blocken. Das Problem ist, kommt er bis zur Rampe. Denn Linge sind hier unterwegs und es sind hier einige Linge am Start. Und die versuchen jetzt hier gleich mal den ersten Surround auf die Salads anzugehen. Salads sind hier zu fünft am Start. Und es werden auch noch hier weitere gebaut, beide Spiele hier stark mit Mineral-Only-Einheiten unterwegs. Ja, die erste Probe stirbt hier. Die Salads hauen die ersten paar Clashes auf die Linge drauf. Man sieht zwei Linge mega, mega verletzt, aber ziehen sich erstmal noch zurück. Regenerieren natürlich Hitpoints, können nochmal neu sortiert werden, um dann den Salads wieder entgegenzutreten. Und es kommen auch natürlich noch weitere Circling. Jetzt beide Spieler bauen hier weiter und weiter Units. Der eine Salad jetzt hier out of position und soll jetzt hier auch surrounded werden. Die Linge versuchen ranzukommen, machen hier einiges in Damage drauf. Währenddessen die restlichen Salads kommen jetzt wieder mit dazu. Und somit tanzt hier Björn ein bisschen um Gr gerade rum, aber Gr ist jetzt hier wieder am Pushen mit seinen ganzen Salads und pumpt einfach noch wie ein wahnsinniger weiter Salads mit dazu. Währenddessen die dritte Hedge hier, die ist in Kürze fertiggestellt, also noch nur Linge zu Defense, heißt es werden hier gleich die Salads in die Sandwich-Position kommen. Ja, Linge von beiden Seiten jetzt hier auf die Salads und somit Gr, mal sehen, was aus diesem Fight noch machen kann. Er versucht es hier einfach, steht und fightet, aber man sieht, die Linge platzt ziemlich schnell weg, aber auch die Salads verlieren hier mehr und mehr Hitpoints. Es bleiben hier Salads. Die Linge werden hier größtenteils geklärt. Wir werden hier alle geklärt. Zwei Salads sind mega verletzt. Ein weiterer hat kaum noch Schilde. Und es kommt einfach ein weiteres Link Reinforcement hier mit dazu. Somit der Kampf ist noch nicht ganz erledigt. Man sieht es hier auch. Die Linge stammen sich die Kopf, schnappen sich einen weiteren Salad. Die anderen regenerieren hier gerade ein bisschen Schilde. Aber auch die Salads sind nicht in der besten Position hier. Versuchen ein bisschen Damage auf die Hedge zu machen. Aber die Hedge tankt sehr, sehr viel weg. Weiteres Salad wird hier geklärt. Schönes Fokusfeuer hier von Björn. Und der pumpt einfach weiter Länge. Weil die Spiele sammeln zwar Gas, aber keine
keiner dabei, nutzt das Ganze wirklich. Es kommt weiter Attack hier bei Grill, indem wir hier gerade den Cybernetic Score und eine Forge baut. Aber die Cellets sind immer noch am Fighten. Aber man sieht sie alle mega low. Und auch der letzte Cellet hier, 26 Hitpoints, 11 Kills bereits gemacht. Aber die nächsten Länge sollten eigentlich reichen, soweit, um diesen Cellet zu klären. Ja, da geht der Cellet down. Und somit die dritte Basis bleibt bestehen, verliert 252 Hitpoints. Ein paar Hits gibt es hier nochmal, aber es kommen jetzt wieder mehr bei Linge. Das kommt das links wieder. Metabolic Boost wird hier gerade erforscht. Das macht natürlich auch die Linge wesentlich effektiver beim über die Karte jagen. Weiter ist halt, wird hier gleich getradet. Die Linge versuchen ranzukommen. Das wird eigentlich nochmal schön nach hinten gemacht. Und die beiden hier traden sehr, sehr knapp hier gegeneinander. Gerade so hier bleibt deshalb wieder am Leben mit 5 Points. Als wenn das nächste Set an Dingen kommt, ist das halt wieder tot. Und Grill tatsächlich zieht seine restlichen Sellers hier zurück. Ihm wird die Sache ein bisschen zu kritisch. Er mag, dass hier nicht mehr wirklich vernünftig durchkommt, dass dann mehr und mehr vom Zerg hier mit nachkommt. Und auch der Sellers hier wird geklärt. Und jetzt gibt es hier mal ein paar neue Drones tatsächlich auch für Pian. Man sitzt ja bei unserem Supply 29 zu 17. Zerg ist da weiterhin ziemlich lau, aber es gibt jetzt hier wieder einen Riesenhaufen an Dingen einfach. Die drei Hatches produzieren Linge ohne Ende. Es wurde auch aufgehört, hier Gas zu sammeln. Das hat hier einfach Bären ein bisschen aus den Augen verloren, wie viel Gas er sammelt. Und somit ist das ein bisschen mehr gewesen, als er ursprünglich geplant hatte. Denn einfach hätten wir ihm die 100 Gas für Speed-Upgrade gereicht. Und jetzt ist das Speed-Upgrade eben da. Und damit lassen sich Zealots viel, viel einfacher surrounden mit den Lingen. Währenddessen kommt hier der allererste Dragoon. Der möchte sich natürlich um Overlords kümmern, denn es ist hier ein Overlord in der Mainbase. Der ist hier reingeflogen, um zu scouten. Währenddessen hängt auch einer der Netzschwer rum. Und da sind jetzt eben hier die Linge unterwegs mit dem Speed-Upgrade. Wollen hier sich groß aufteilen im Versuch, einen guten Surround auf die ersten Zellets zu kriegen. Sieht hier auch die ersten Zellets. Und da merkt Björn, dass die Zellets nicht in der Basis sind. Somit wird erstmal dran vorbeigerannt. Die Linge versuchen jetzt einfach reinzukommen in die Mainbase. Jetzt hier nochmal die Umentscheidung tatsächlich auf die Zellets auf dem offenen Feld, damit die erstmal hier geklärt werden. Und die Zellets werden ja auch scharf angegangen. Aber ziehen sie hier zurück hinter die Minerals und da sind die Zellets erstmal safe. Da kommen die Linge nicht gut ran. Trotzdem, die Wall hier ist offen. Der Zellet alleine blockt hier nicht genug. Und somit muss sie hier weglaufen. Herr kriegt noch einen Kollegen mit dazu ab. Die Linge sind jetzt hier drin in der Mainbase. Zellets hier waren wieder mit reingezogen zur Verteidigung. Und Grill damit mit großen Problemen in seiner Mainbase. Muss jetzt hier irgendwie die Linge abhalten. Wird natürlich jetzt hier stellenweise stark surrounded. Man sieht hier auch, das Gate hier nimmt sehr, sehr schnell sehr viel Damage. Es geht hier auf den Pylon ABC. Die neuen Zellets sind mit dabei, die aus der Natural kommen. Aber es sind immer noch ziemlich viele Linge hier am Start. Es werden gerade neue Overlords gebaut. Denn Jan hat einen Overlord hier in der Mainbase verloren. Somit war kurz Supply Block. Aber eben weitere Linge kommen gleich mit dazu als Reinforcement. Währenddessen werden jetzt hier die Probes gezogen, um mitzufighten. Heißt jetzt hier, da geht es um alles gerade für Grill. Er zieht alles mit davor. Der Dragoon ist mit dabei, um hier weiter zu fighten. Die Linge hier sortieren sich nochmal neu, versuchen jetzt hier möglichst gegen die Probes natürlich zu kämpfen, damit die Probes in großer Anzahl sterben. Da starben auch hier zwei, drei Probes hier gerade weg. Und währenddessen die Zellets prügeln sich fröhlich hin und her. Linge werden jetzt hier aufgeteilt, versuchen jetzt hier nochmal durchzurennen. Es kommt auch ein Link hier weiter ran. Zwei Dinge kommen hier tatsächlich durch, bis ran an die Probes. Vielleicht kriegen die ja nochmal ein oder zwei Kills. Aber viel wird da nicht möglich sein. Es sind Einheiten vorhanden von Protoss. Ja, es geht hier nochmal eine weitere Probe down. Trotzdem, Björn hier, er macht Economy Damage, den er dringend braucht, und seine eigene Economy ist, wie gesagt, nicht in einem guten Zustand. Nochmal hier einen Kill gemacht mit diesem Link. Also nochmal ganz ordentlich, dafür wird der Ding jetzt hier auch sterben. Und es gibt hier einen +1-Attack für den Protoss und auch Citadel of Adonis am Start für das Lag-Speed-Upgrade, das man dann mit dazu holen kann. Und es öffnet natürlich den Weg in Richtung Templar-Tech als Templar-Archive. Ja, aber sieht der Zealot, wie er gerade hinterhergebackt hat. Ja, das sind jetzt hier auch Zealot mit Speed-Upgrade und +1-Attack. Das macht es für die Linge natürlich nicht einfach, hier zu fighten. Es wird auch gerade der Hydra dann gebaut hier für Björn. Aber Björn natürlich immer noch auf einen schlechten Konter und seine Linge hier werden ziemlich gut abgewehrt werden. Das gibt jetzt hier nicht eine gute Rampe und eine gute mit hinten dran. Das heißt, die Linge kommt hier wirklich sehr, sehr schwer raus. Zudem hier +1-Attack-Upgrade auf den Protoss-Einheiten, um nochmal besser zu traden. Und man sieht sie auch, die Zealots werden hier schön stabiliert, damit die hier nicht einfach so fallen. Hier nochmal neue Zealots hier mit dazukommen. Jetzt hier mit drei Zealots an der Rampe plus dem Dragoon mit dran. Kommt die Linge einfach nicht durch und dann verliert hier Björn sehr, sehr viel Supply, ohne wirklich was vom Protoss zu killen. Der eine Ling hier, ja, versuchen mal ranzukommen, aber keine Chance, wird auch geklärt. Und somit gibt es jetzt hier dahinter Templar Archive. Und Fürge hat eben das Speed-Upgrade drauf, geht gerade auf das erste Armor-Upgrade. Damit hat er dann bald 1-1. Hier gibt es eine Creep-Kolonie für Defense. Und natürlich weitere Linge müssen gebaut werden, einfach um die Defense zu regeln. Björn hat nochmal ein bisschen Drones gebaut. Aber im Generellen sieht das Spiel immer noch ziemlich gut hier aus. Für Grill hier aktuell kann auch einen weiteren Overlord snipen. Das wird wieder das Supply ein bisschen cappen vom Zerg hier. Und der versucht hier gerade seine Drones an den Spinecrawler ranzuziehen. Die Sackenrollen hier ranzuziehen, damit die hier nicht von den Zellets schnell angegangen werden kann. Funktioniert auch recht gut, die Linge und die Drones fighten, um hier die Sacken möglichst lange am Leben zu halten. Damit macht die Sacken ziemlich viel Damage. Aber jetzt wird sie hier von den Zellets angegangen. Es wird hier down gehen.
und somit hier Probleme international. Da kommen nochmal neue Linge, da kommen nochmal Linge aus dem Landbase mit dazu. Es wurden noch keine Headlines hier gebaut. Aktuell gibt es hier Ling-Only, da wird ein weiteres Seite gegeben. Die Hatchery hier wird nochmal unter Feuer gesetzt. Weitere Linge kommen mit dazu und jetzt hier nochmal Surround aus dem einen Sanity. Der wird ziemlich schnell rausgenommen. Dafür sterben auch ziemlich viele Linge und mag die Upgrades machen. Mehr und mehr Probleme. Die Linge sterben einfach zu schnell weg inzwischen, als dass sie noch großen Damage machen können. Auch die Drones hier sterben an der dritten Basis. Das ist an der Natural eigentlich. Technisch gesehen dritte Hatchery, praktisch gesehen zweite Basis. Und somit, ja, die Hatch flippt mehr Hitpoints. Man sieht hier, die wird hier sterben, da kommen noch ein paar Linge raus. Aber da verliert jetzt hier Björn eine komplette Basis und das wäre wichtig für ihn. Und das kann er sich kaum leisten. Es gibt nochmal einen riesen Schwall an Dingen hier aus der Mainbase. Die Sellers sind ja noch unterwegs in der Natural und waren jetzt vermutlich nochmal scharf angegangen werden. Währenddessen ist immer noch die Einzelne unten drin in der Mainbase. Und der kann ja auch tatsächlich Drones arresten, wie man sieht. Durch diese Engstelle hier, durch die Diagonale, macht hier ein paar Drone-Kills. Währenddessen hier der Surround auf die Bonus-Einheiten. Dinge kommen noch ein paar mit dazu. Hier, und es ist ein ziemlich knapper Fight. Die Sellers, die hier sind blau, es sind noch ein paar Dinge übrig. Der Dragoon wird hier vermutlich leiden. Der Dragoon fällt hier aktuell noch nicht, aber es sind nochmal vier Linge am Start und die haben das Speed-Upgrade. Das heißt, der Dragoon ist auf jeden Fall tot. Es wird eigentlich zuerst hier der Seller gejagt und versucht, den zu surrounden und zu töten. Ja, Salad ist down. Jetzt geht es noch an den Dragoon. Dragoon hat keine Chance im direkten Engagement. Und somit ist der down. Wenn das nicht, der Salad ist noch immer aktiv. Und da verliert der Zerg richtig viel. Man sieht es, Björn auf 18 zu planen, auch von 18. Er hat noch Overlords verloren. Und er, der Salad hier, der hat seinen Spaß bereits 10 Kills gesammelt. Und hinter kommt bereits der nächste Schlag. Und es gibt hier TTs, die gebaut werden. Und ein Shuttle, das mit dazu kommt. Das heißt, auch ein Archon hier ist bereits mit dabei. Cannons gibt es hier oben, die eine eventuelle Natural absichern. Hier, die Dinge gehen jetzt natürlich ran an den Salad. Nach 15 Kills hier und vielleicht sogar 16 Kills wird der Salad hier erst fallen. Ja, bekommt mal Kill Nummer 16. Der Salad hat sich mega gelohnt. Es gibt hier einen Leertag, aber es steht, der Heilwirtin steht sogar noch. Das heißt, es könnte noch Richtung Löcke gehen, aber das Problem ist eben der nächste Weg vom Protoss im Sinne von Archons und die TTs, die dann gedroppt werden können. Ja, das wird jetzt hier auch eingeladen ins Shuttle. Ja, Archon und die TTs drin und hier die Cannons erhalten die Mainbase safe und auch hier sichern die Natural ab. Das heißt, Gil kann die ohne Probleme expandieren und währenddessen hat er hier einen mächtigen Schlag gegen die Zerg Economy vorbereiten und da ist nichts an Detection. Overlord, wo zur Hölle steht der Overlord rum? Da weiter hinten. Und somit gibt es jetzt hier einmal ausgeladen Archon und die TTs und mal sehen, was kann, ja, was kann Björn noch machen? Er lief einfach. Er mag, das hat so keinen Sinn mehr. Ich habe nichts, um dagegen fighten zu können. Protoss zu diesem Zeitpunkt viel zu weit voraus. Man sieht es ja auch nach 12 Minuten, keiner der beiden ist über 50 Supply. Man sieht eben die Low-Economy-Phase, die frühe Low-Economy-Phase, die einfach anhält hier. Und das Spiel, das sehr, sehr von frühen Fights geprägt ist. Wie gesagt, die Makrozeit haben wir erst noch vor uns. Und somit hier Grr gewinnt dieses PvZ, indem er die Mars-Link-Strategie abwehren kann. Durch einen Opener, der tatsächlich für ihn sehr, sehr gewohnt ist. Das wird auch tatsächlich so relativ Standard. Das kann ich schon mal vorweg spoilern. Es ist ein Spoiler, wenn es 17 Jahre her ist. Denn die Kombination aus Doppel-Gateway into 5 Salads into Templar-Tech, das ist ein Opening, das tatsächlich Grill geprägt hat und das dann Protoss auch noch viele, viele Jahre sehr, sehr gut gedient hat gegen sämtliche Zerg-Opener. Das ist eine BO, die sich so sehr, sehr gut etabliert hat. Und eben, man sieht hier die Anfänge davon, wie Grill das nutzt. Und das ist eben auch eine BO, die Grill früh zu seinen frühen Siegen verholfen hat. Wie gesagt, man kann aus den frühen Spielen sehr, sehr viel lernen. Es gibt einige Spiele, die da eben das Spiel geprägt haben und gehört da eben dazu. Das heißt, das war dieses PvZ, das Harry Playcast Nummer 83. Ich denke fast, dass wir als nächstes mit einem gewissen Terraner weitermachen werden aus seiner Frühphase. Das wäre gerade so mein Gedanke. Wer das ist, könnt ihr erraten, wenn ihr euch ein bisschen mit der Historie von Brood War auskennt. Der erste große Terran, der unterwegs war. Da gibt es einen bestimmten Namen, einen großen Namen, der lange, lange aktiv war. Aber wie gesagt, das seht ihr dann im nächsten Cast. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.